nun? Wie Sie wissen, Frau Dreschmann, haben wir derzeit genug mit Flüchtlingen zu tun, die in unser Land kommen und Asyl beantragen. Da bleibt kaum Ruhe für etwas anderes, geschweige denn für Ihre Probleme. Sie haben mich angerufen. Ja, richtig. Die letzte Überweisung für meinen armen Zögling Oliver Twist lässt noch immer auf sich warten. Damit sich Oliver gut entwickeln kann, brauche ich das Geld. Sie wissen ja, Heizung, Nahrung, Bildung und Spielzeug, alles ist so teuer geworden. Wann darf ich mit dem Geld rechnen? Natürlich sofort. Es gab da ein Problem mit dem System. Inzwischen wurde es aber entfernt. Das System? Das Problem. Wie geht es denn Oliver? Macht er sich? Er muss doch schon um die 8 Jahre alt sein. Wurde er stets gut versorgt? Es ginge ihm besser, wenn das Geld vom Amt immer pünktlich eintreffen würde. Und überhaupt, was ist denn Oliver Twist für ein bescheuerter Name? Das habe ich mich schon immer gefragt. Da er in einer Babyklappe abgegeben wurde, hatte er keinen Namen. Wir haben ihn ganz einfach nach der berühmten Romanfigur benannt. Die Geschichte wurde schon oft verfilmt. Solche Filme schaue ich mir nicht an. Ich sehe mir lieber realistische Filme an, wie Einsetzung der Wänden oder Schwiegertochter gesucht. Gut, gut, Frau Dreschmann, wie auch immer. Ich werde mich darum kümmern, sobald ich wieder an meinem Schreibtisch sitze. Seit Jahren wünschen Sie